Das abgelaufene Jahr war von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gekennzeichnet. Auch wir bei Blickpunkt konnten nicht in gewohntem Umfang arbeiten. Trotzdem haben wir ein umfangreiches Programm erstellt, aus dem wir hier Ausschnitte zeigen. In einer neuen Reihe möchten wir Ihnen die Bedeutung Ingelheimer Straßennamen näher bringen. Speranza Tenescu und Willibald Rixner begleiten Miriam Maslowski durch Oberingelheim. Unsere erste Sendung zu den Straßennamen führt uns nach Oberingelheim. Hier muss man nicht lange nach interessanten Gassen und Straßennamen und ihren spannenden Geschichten suchen. Wer kann uns dabei besser behilflich sein als Miriam Maslowski? Sie ist Historikerin und lebt in Ingelheim. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verwenden unsere Straßennamen täglich und machen uns meistens überhaupt keine Gedanken über ihre Herkunft, weil sie uns so vertraut sind. Aber so manchmal fragt man sich dann halt eben doch, woher hat diese Straße eigentlich ihren Namen? Und weshalb heißen einige Straße und andere enden auf Gasse oder sogar auf Pfädchen? Wir beginnen am höchsten Punkt des Ortsteils, der Burgkirche. Eigentlich ist diese Bezeichnung, die aus dem Jahr 1940 stammt, irreführend, denn vermutlich hat es an dieser Stelle nie eine Burg gegeben. Vielmehr wurde die Kirche im Spätmittelalter selbst Teil der Ortsbefestigung, ausgestattet mit Mauerringen, Wehrgängen, sogar auf dem Kirchturm und einem Graben wurde sie zu einer Kirchenburg, in deren Schutz die Oberingelheimer Bevölkerung sich bei Gefahr flüchten konnte. Von hier aus führt die Straße an der Burgkirche zum Marktplatz hinunter. Bis 1947 hieß sie Kirchgasse, weil sie zur Kirche hinaufführte. Der Weg führt vorbei am Geismarschen Hof mit seinem imposanten gotischen Staffelgiebel. Die Wurzeln des Anwesens reichen bis in karolingische Zeit zurück, wo der Vorgängerbau bereits als Fronhof diente. Nur ein paar Meter weiter unten haben sich im 18. Jahrhundert wohlhabende Ingelheimer ihre Wohnhäuser errichtet. Ihr Selbstverständnis als einflussreiche und gebildete Bürger findet in den repräsentativen Fassaden, Dächern und Türen Ausdruck, aber auch an dem Ort, den sie für ihre Häuser gewählt haben. Wo sich heute ein freier Platz befindet, stand bis im 19. Jahrhundert das Oberingelheimer Rathaus. Das heißt, diese Bürger saßen hier nicht nur an der Straße zur Kirche hoch, sondern als Ortselite befanden sie sich auch direkt am repräsentativen politischen Zentrum. Der Marktplatz, heute mit klassizistischem Rathaus, war schon im Mittelalter der zentrale Platz Oberingelheims und er ist es auch heute noch. Wenn hier auch heute kein Markt mehr stattfindet, kann man aber doch in den anliegenden Geschäften einkaufen gehen. Man trifft sich auf ein Glas Wein, eine Pizza oder einfach eine erfrischende Kugel Eis. Der Marktplatz ist seit jeher Knotenpunkt, auf dem mehrere Straßen aufeinandertreffen. Rechts gelangt man in die Rinderbachstraße, die ursprünglich wohl Rinderbachgasse, wie die meisten mittelalterlichen Straßen, oder auch einfach nur die Rinderbach genannt wurde und die ihren Namen einem heute unterirdisch geführten Wasserlauf verdankt. An ihrem Ende befand sich das Rinderbacher Tor, durch das man nach Niederingelheim gelangte und wo seit der frühen Neuzeit der Weinzehnt erfasst wurde. Das im frühen 19. Jahrhundert gebaute neue Tor mit Wohnung über der Durchfahrt wurde Anfang der 1970er Jahre abgebrochen. Ein kleiner Weg führt von der Rinderbachstraße in das Spitalgässchen, das seinen Namen dem dort im 13. Jahrhundert errichteten Spital St. Jodokus, einer Einrichtung für Kranke, Arme, Pilger und andere Hilfsbedürftige, verdankt. Reste der dazugehörigen Kapelle, die im 14. Jahrhundert errichtet wurde, sind bis heute erhalten. Als nächstes führt unser Spaziergang uns in die Stiegelgasse. Hier prägen liebevoll sanierte Fachwerkhäuser und große Hoftore mit stattlichen Tordächern das Straßenbild. Häufig sind die Gebäude, die sich hier in dieser Straße befinden, weil es eine der ältesten Straßen Oberingelheims ist, auf den Resten oder den Fundamenten älterer Vorgänger und viele von den Anwesen verfügen über mittelalterliche Gewölbekeller. Am Ende der langen Gasse befinden sich die Reste des ehemaligen repräsentativen Stiegelgässer Tores. Daneben lag eine schmale Schlupfpforte, die über eine kleine Treppe, die sogenannte Stiegel, zu erreichen war. Sie gab dem Tor und der Straße ihren Namen. Von der Stiegelgasse zweigt die Edelgasse ab. Die trägt ihren Namen tatsächlich erst seit dem 19. Jahrhundert und rührt wahrscheinlich von den eben erwähnten Edelleuten her. Am unteren Ende
wird die Gasse von dem sogenannten Ohrenbrücker Tor begrenzt. Woher das seinen Namen hat, darüber gibt es mehrere Vermutungen. Es könnte eventuell auf eine Brücke zurückgehen, die hier über den Mühlenteich sich befunden hat und die als obere Brücke bekannt geworden ist, möglicherweise aber auch einfach durch die charakteristische Form dieser Brücke, die an eine Öhre, an einen Henkel erinnert hat. Die Bahnhofstraße in Ingelheim ist eine der großen Nord-Süd-Achsen der Stadtentwicklung. Sie kennen vermutlich den Straßenraum, aber seien Sie gespannt, welche pittoresken Motive und ungewöhnliche Perspektiven Blickpunkt entdeckt hat. Und los geht's am Oberingelheimer Marktplatz Richtung Bahnhof. Thank you.
diesem Jahr sind die Internationalen Tage der Künstlerin Käthe Kollwitz gewidmet. Die Ausstellung im Kunstforum Ingelheim, Altes Rathaus, ist noch bis zum 18. Juli zu sehen. Trotz Corona fand dieses Jahr im Rahmen der von der Firma Böhringer veranstalteten Internationalen Tage die 62. Ausstellung statt. Mit dem Werk von Käthe Kollwitz wird erstmals eine monographische Ausstellung einer bildenden Künstlerin gezeigt. Die Ausstellung erhebt nicht den Anspruch, alle Facetten des künstlerischen Werkes von Käthe Kollwitz vor Augen führen zu wollen. So sollen in den 5 zur Verfügung stehenden Räumen 5 thematische oder motivische Gruppen einen Einblick in ihr künstlerisches Werk geben. Käthe Kollwitz ist ganz sicher die bekannteste Künstlerin in Deutschland des ausgehenden 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nachdem Käthe Kollwitz mit dem Weberaufstand 1898 ihren künstlerischen Durchbruch hatte, schafft sie 1907 mit dem Bauernkrieg ihre zweite grafische Folge. Diesmal ist es keine literarische Vorlage, die sie zu diesem Zyklus bewegt, sondern es ist ein wissenschaftliches Werk über den ersten Aufstand auf deutschem Boden, ein Bauernaufstand, der 1526 stattgefunden hat. Es ist das Elend der Bauern, es ist die Situation der Frauen, die vergewaltigt wird, es ist aber auch die Frau, die den Männern bei der Bewaffnung hilft und die sie dann auch anfeuert, als es zum Losbruch kommt. Es ist aber auch die Frau, die nach dem Krieg das Schlachtfeld nach den Toten absucht. Und der Zyklus endet mit einem Blatt die Gefangenen. Und hier gibt es ein sehr schönes Detail, nämlich diese beiden Figuren hier, in denen Käthe Kollwitz ihre eigenen Söhne Hans und der 4 Jahre jüngere Peter darstellt. 1901 und 1904 geht Käthe Kollwitz jeweils für mehrere Wochen nach Paris. Sie wollte dort sich weiterbilden in puncto der Zeichnung von Körpern, von Aktdarstellungen. Das schien ihr der beste Weg zu sein, sich der Dreidimensionalität der Plastik anzunähern, denn es war ihr Ziel, doch ihr künstlerisches Werk mehr denn je auf Bildhauerei zu fokussieren. 1901, 2, als sie die ersten Kurse belegt, sind die Aktzeichnungen noch sehr am Umriss, an der Umrisslinie orientiert. Das sehen Sie bei den Werken hinter mir. Und dann 1903, 1904 fängt sie an, die Körper zu modellieren. Und damit tritt auch dann die Umrisslinie in den Hintergrund. Und das gibt ihr dann die Sicherheit, den Körper auch dreidimensional tatsächlich darzustellen. Das beim Publikum populärste Thema im Werk von Käthe Kollwitz ist das Thema Mutter und Kind. Es ist der ganze Weg vom Werden und Vergehen, den Käthe Kollwitz in diese Motivgruppe hineinlegt, die Mutterliebe mit dem kleinen, gerade Neugeborenen, das sie an ihr Gesicht drückt. Es ist die Mutter, die das Kind liebevoll umarmt. Es ist die Mutter, die das Kind, wenn es etwas älter ist, auch beschützt. Dieser Schutz, den Käthe Kollwitz darstellt, steigert sich so weit in einer, heißt Turm der Mütter, wo sich die Frauen wie ein Wall um die Kinder herumstellen und nur an wenigen Details sieht man, dass die Kinder zwischen den Figuren nach vorne rausschauen. Und dann das Vergehen ist natürlich dann auch der Tod, das tote Kind, die Mutter mit dem toten Kind, also dieser christliche Topos, der in der Pietà endet. Und tatsächlich hat Käthe Kollwitz
eine Skulptur geschaffen mit einer Mutter, mit einem toten Kind, das sie auch Pietà nennt. Die Ausstellung wird dieses Jahr ganz besonders von vielen kunsthungrigen, Kunstinteressierten besucht, die in letzter Zeit auf Veranstaltungen dieser Art verzichten mussten. Okay, also ich freue mich sehr, dass ich hier in der Ausstellung bin. Ich freue mich sehr, dass ich hier gerade in dieser Corona-Zeit noch mal etwas Kultur genießen kann. Das ist hier bei den internationalen Tagen immer etwas Besonderes. Und jetzt gerade Käthe Kollwitz ist mit ihren Zeichnungen, mit ihren Lithografien vielleicht nicht unbedingt aufbauend, aber es ist durchaus eine Künstlerin, die mich schon sehr früh angesprochen hat. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass das so ist. Und ich hoffe, dass noch ganz viele Leute die Gelegenheit haben, hierher zu kommen. Der Ingelheimer Winzerkeller ist das Herzstück für Weinerlebnis in der Rotweinstadt. Er vereint Tradition und Moderne, Geschichte und Zeitgeist. Wir befinden uns heute auf der wunderschönen Terrasse der Ingelheimer Winothek und ich freue mich, die Betriebsleiterin, Frau Katrin Tronser, zu begrüßen. Sie wird uns gleich ein klein wenig erzählen über die Winothek, die Entstehung und so weiter. Wie lange hat es denn gedauert, bis es so weit war, dass wir jetzt hier sitzen können? Gute Frage. Es hat lang gedauert. Aber in der Tat ist die Winothek an den Start gegangen am 8. Juli, jetzt vor 2 Jahren, also 2019, war so der erste offizielle Event, wo das Ganze eröffnet wurde und es hieß, wir können jetzt verkaufen, wir können jetzt an den Start gehen. Im November kam das Restaurant dazu, 2019, das hat dann auch natürlich den Winzerkeller belebt und auch unser Geschäft belebt. Ja, dann kam Corona und jetzt sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir wieder auf dieser wunderschönen Terrasse sitzen und wieder Schöpfe draußen hier in der Sonne genießen können und es uns gut lassen gehen können. Wie viele Winzer sind denn beteiligt? Wir sind hier 25 Winzer aus Ingelheim und eine Brennerei, die hier als Gesellschafter der GmbH, das ist ja eine GmbH, die Winothek, 50% Stadt und eben 50% aus den 25 Gesellschaften Winzern plus der Brennerei. Also das heißt, wir haben hier im Schnitt pro Weingut 3 Weine, ja? Also 72 Weine im offenen Ausschank. Da sind wir schon ganz gut dabei und ich finde es ein sehr schönes repräsentatives Bild für die Stadt Ingelheim und den tollen Wein, den es hier gibt. Und wird der Wein nur hier ausgeschenkt oder kann man den auch kaufen? Wird er auch verschickt? Alles. Wir machen grundsätzlich alles mit diesem Wein. Wir schenken ihn aus, hier auf der Terrasse, sei es ein Pfiffsche oder 02 oder auch eine Weinprobe natürlich. Wir verschicken den Wein, was wir gerne und oft tun als Präsent. Und natürlich kann man hier den Wein auch zum Mitnehmen kaufen. Im Schnitt ist er 50 Cent teurer als auf dem Weingut selbst. Wir nennen das immer unsere Beratungsservice- und Lächelpauschale. Und die erlauben wir uns da draufzuschlagen auf die Flasche. Also von daher kann man hier wie ähnlich auf dem Weingut günstig den Wein einkaufen. Jetzt haben wir ja drin den Raum, wo die Weine ausgestellt sind, den man dann auch begutachten kann. Was gibt es denn noch? Also neben der Winothek hier oben, das ganze Gebäude ist ja historisch. Ja, es ist ja die alte Winzergenossenschaft. Ich meine, das muss ich jetzt hier den Ingelheimer nicht erklären. Ja, das ist ja hier Herzblut, was hier steht und was hier zu erleben ist. Und es ist auch ein Weinerlebniszentrum. Und die Geschichte ist auch noch da und kann auch noch angeschaut werden. Also wenn man sich dann mal nach unten begibt, ins erste Untergeschoss sozusagen, ist das alte Gewölbe, wo jetzt Veranstaltungen stattfinden, wo auch unser Weinprobierkeller ist. Also wenn wir irgendwann wieder an den Tag zurückkehren, was wir hoffentlich ganz bald können, wo wir unsere 2-mal im Monat stattfindenden Winzerproben anbieten, ist eben unser Weinprobierkeller. Und wenn man dann noch eine Treppe weiter runter geht, dann kommt man wirklich so in das historische Herzstück, wo die historischen Fässer sind, wo man sieht, wie früher hier es in der Winzergenossenschaft war, also auch noch die alten Tanks mit Glas, also es ist wirklich cool, sich anzuschauen. Und eben diese Fässer, die für bestimmte Events standen oder für bestimmte Umweltereignisse, es gibt so ein Hochwasserfass, ja, also was regionale Bedeutung hat, aber eben auch was überregionale Bedeutung hat oder weltweite, wie die Mondlandung oder die Olympischen Spiele in München. Das alles ist unten voller Liebe auf diese Fässer eingeritzt und die kann man sich natürlich dann auch anschauen. Bei einer Führung wird es hoffentlich ab Sommer wieder möglich sein. Welche Events finden denn hier im Winzerkeller statt? Wir haben 2-mal im Monat. Freitags in der Regel eine Weinprobe, die von einem der Gesellschaften Weingütern durchgeführt wird. In der Regel sind es dann 8 bis 9 Weine plus was zu essen,
die Winzerin, der Winzer ist da, stellt das Weingut vor und es ist einfach ein schöner Abend. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da hierher zu kommen. Und dann sitzen wir auch unten schon mal in so ein bisschen historischen Ambiente an diesen alten Originaltischen und Stühlen eben aus der Winzergenossenschaft Zeit. Die sind da unten, die nutzen wir dafür. Ende Juli nehmen wir unsere neue Reihe auf, samstags in der Winothek. Also es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass hier eine offene Tür ist für jeden. Ich denke, die Ingelheimer, die sind auch froh, dass wir hier wieder so eine tolle Lokalität haben, so eine super schöne Umgebung. Das Ambiente ist ja einfach traumhaft, besonders wenn man jetzt hier in der Sonne sitzt. Und Ingelheimer werden uns unterstützen, denke ich. Die, auf jeden Fall. Ja. Also sie sind alle persönlich und herzlich und jeder Einzelne eingeladen, zu uns zu kommen in die Winothek, auch wenn es nur mal für zu gucken ist, weil vielleicht an sich ist der Ingelheimer ja auch ein bisschen neugierig und will erst mal gucken. Kommt gucken und dann, glaube ich, bleiben sie auch da und trinken Gläschen. Oft werde ich gefragt, warum Glas? Glas ist doch sehr anstrengend. Kunst ist anstrengend. Das Ergebnis oder die Ergebnisse dieser Anstrengungen sehen Sie heute in dieser Ausstellung im Kunstforum. Frau Professor Konrad Lendig leitete über lange Jahre die Glasklasse und das Institut Künstlerische Keramik und Glas an der Hochschule Koblenz-Lippertinghausen. Meine Kollegin, die Kunsthistorikerin Mirjam Maslowski, wird Sie jetzt durch die Ausstellung begleiten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Glas ist einer der ältesten von Menschen hergestellten Werkstoffe. Wir vermuten die Anfänge der Glasproduktion vor ungefähr 5000 Jahren. Er ist aber eher ungewöhnlich als Mittelpunkt einer Kunstausstellung. Ja, seit dem Jahr 2000 leitete Ingrid Konrad Lindig als Professorin das Institut für künstlerische Keramik in Höckrenzhausen und richtete ebenfalls im Jahr 2000 eine Glasklasse ein. Im Hintergrund sehen Sie einen Blick in eine solche Glasklasse hinein. Was ganz deutlich wird an dieser Abbildung, sind die extremen Bedingungen, unter denen Glasbearbeitung stattfindet. Ja, wir sehen hier die Installation Rheingold von Ingrid Konrad Lindig. Frau Konrad Lindig betont, dass das Leben am Fluss für sie von großer Bedeutung ist. Sie ist in Glückstadt an der Elbe geboren und hat also auch ihre Kindheit schon am Fluss verbracht und ist dann später an den Rhein gezogen. Sie beschreibt, wie sie für die Arbeit in Höckrenzhausen rheinabwärts gefahren ist, immer wieder und dort buchstäblich Rheingold gefunden hat. Im Kern bestehen sie aus Glas und sie liegen auf einem sozusagen biografischen Flussbett, das besteht aus Fotografien von Ingrid Konrad Lindigs Arbeit in Höckrenzhausen. Sie sehen hier Bilder von ihr, von ihren Weggefährtinnen und Weggefährten, ebenso wie von ihren Schülerinnen und Schülern. Ja, und nebendran sehen wir die unbearbeiteten Nuggets. Das heißt, der Weg ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende, sondern die Künstlerin hält sich offen, was die Zukunft ihr noch bringt. Auch die Künstlerin Ramona Seifert aus Neubrandenburg spielt mit den Assoziationen des Betrachters. Wir erwarten hier einen Teppich mit einem flauschigen Hochflor, in dem man seine Hände reinwühlen kann und man weiß, wie flauschig er sich anfühlen würde. Tatsächlich aber bestehen die Fasern dieses Teppichs aus Glas. Das heißt, wo wir erwarten, etwas Weiches, Anschmiegsames zu finden, würden unsere Hände auf kaltes, festes und zerbrechliches Material treffen. Besonders filigran sind die Books of Disquiet von Anne Petters, deren Zartheit im Kontrast zu den extremen Bedingungen ihrer Herstellung steht. In der Ausstellung tritt der Werkstoff Glas auch in den Dialog mit anderen Medien, so etwa in der Rauminstallation Vulkaneifel von Judith Röder. Besondere Eindrücke erzielt Jesse McGee mit seinen geometrischen Glaskörpern, die je nach Lichteinfall besonders farbenfrohe Effekte an die Wände und auf den Boden werfen. Yeah.
Ingelheim hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Das sehen wir hier genau an der neuen Mitte. Doch wie hat es früher ausgesehen? Wir versuchen es Ingelheim einmal zu zeigen. Ingelheim wurde früher noch durch die Bahnschranken getrennt. Im Hintergrund sehen wir den Autohof frei. Heute gibt es da den Kreisel an der Griesmühle. Verbleiben wir in der Bingerstraße. Damals fand ein Staffelrennen statt. Nun raten Sie einmal, wo dieses gewesen sein könnte. Später war hier unter anderem ein Schuhgeschäft. Blicken wir nun auf die gegenüberliegende Seite. Da gab es eine Gastwirtschaft. Später das Blumengeschäft Schnell und weitere Geschäfte, wie eine Reinigung und ein Motorradladen. Heute steht hier ein großer Gebäudekomplex. Sehr verändert hat sich die Kreuzung Bingerstraße-Bahnhofstraße. Wo sich heute der Laufbrunnen befindet, gab es früher die Gaststätte zur Pfalz. Gegenüber steht das Hotel Erholung, damals noch eingeschossig, das sich zum heutigen Aussehen entwickelt hat. Eine große Veränderung hat auch das Gelände vor dem Bahnhof erfahren. Hier verlief eine Pappelallee. Und wenn wir schon am Bahnhof sind, die Rümerstraße gab es noch nicht. Dafür den Güterbahnhof. Hier konnten die Ingelheimer ihre Kohlen und Briketts abholen. Später wurde hier der Bau des Ingelheimer Garten- und Obstbauvereins errichtet, aus dem die VOG hervorging. Anschließend befand sich auf dem Gelände das Haus der Jugend. Heute ist dort die neue Mitte mit dem Parkplatz. Mit diesem Foto kehren wir noch einmal zur Kreuzung Bingerstraße-Bahnhofstraße zurück. Ganz links erkennen wir einen Bruchsteinbau, der an der Ecke zum Bahnhof stand. Hinter diesem Anwesen war eine Kohlenhandlung und nachfolgend ein Vulkanisierungsbetrieb. Später wurde hier die Post gebaut. Rechts von der Post, dem Straßenzug folgend, das Kino Kapitol, das Weingut Saalwächter sowie die Firma Mähler und Käge, die Elektroartikel herstellte. Ein völlig anderes Bild bietet die gegenüberliegende Straßenseite. Vorne das Tabakwarengeschäft Mehlen, daneben das Café Hartmann, in dem unsere Vorfahren tanzen gegangen sind. Darauf folgte hier das Hotel Kaiser Karl. Heute steht an dieser Stelle ein großer Wohnblock, das Jennecke-Hochhaus. In einem Teil befand sich das Hotel Goldene Kugel und unten im Souterrain das kleine Weinlokal zum stillen Zecher. Dieses Bild zeigt die Bahnhofstraße, die bis auf das Bußsche Eck damals noch unbebaut war. Im Hintergrund sieht man die Stahlbrücke auf Höhe des heutigen Lavendelkreisels, über welche die Loren vom Steinbruch am Mainzer Berg zur Zementfabrik fuhren. Die andere Seite der Bahnhofstraße wurde erst viel später bebaut. Dort gab es früher das Schreibwarengeschäft Glücklich. Heute steht hier die Pfalz-Apotheke. Kommen wir zur Kreuzung der Bingerstraße mit der Gartenfeldstraße. Zunächst betrachten wir das Weingut Saalwächter, wie auch das neue IBB-Hotel. Gegenüber stand die Fabrik Mähler und Käge. Heute sehen wir hier die MVB-Bank. Teile der Fabrik befanden sich auch auf dem Gelände der heutigen Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Vordergrund sieht man die Fabrik und dahinter das große Gelände, das mit dem Marktzentrum und dem Rathaus bebaut werden sollte. Allerdings hatte dieses Marktzentrum nicht lange Bestand, denn an seiner Stelle wurde die Kultur- und Veranstaltungshalle King und das Weiterbildungszentrum errichtet. Völlig erneuert zeigt sich dieser Teil der Gartenfeldstraße. So veranschaulicht auch sie die Stadtentwicklung des Ingelheimer Zentrums im Wandel der Zeit. Also das letzte Jahr, das war echt bescheuert. Es war nicht viel los.
halt die Viren, was der Kuckuck, was alles drumherum passiert ist. Aber ein bisschen was ist doch, dass man das immer ein bisschen aufregen kann. Also das hat, wir fangen mal hin an. In der Bingerstraße, in der Kommerzienrat Böhringer Allach, da steht so ein Brunnen, so ein viereckiges Ding. Und da wollte Frau Ingelum, wollte das oder will das erneuern, das ist etwas Moderneres. Und dann hat die unterste Behörde gesagt, das steht unter Volks, das steht nicht unter, das steht unter Denkmalschutz. Jetzt habe ich mich schon zehnmal verquatscht, deswegen, weil ich das gar nicht begreifen konnte. Und dann sind die eine Etage her noch mehr zu dir, habe gesagt, also es kennt dann doch weg. Jetzt um Himmels Willen. Jetzt gehen wir mal in die neue Mitte. Da steht dieser Schneewittchen-Sasch, die Tränke dort, der Laufbrunnen, wenn der schon unter Denkmalschutz steht, das kann man doch gar nicht begreifen. Und die neue Mitte, 10 Jahre, also die ist schon eingeschlagen, da kannst du je alle Kritiker zum Trotz, die brummt. Obwohl ja verschiedene Monde, man hätte ja gerne dort ein Packi machen oder sonst was. Ja, sonst was, da wäre ja jetzt noch nichts passiert. Wenn du aber dann die Bahnstraße nur vor der Runde guckst, toll. Die Bäume wachsen schon fast bis in den Himmel und ohne ist das so, wo man sich hinsetzen kann, Bank und Tisch und, na, der Tisch kommt noch, wenn nachher die Fußgängerzone da ist. Und ganz oben an dem Lavendelkreisel, dieser Mordstrombau ist auch schon fertig. Bis auf die Obersteck, das soll ja Wirtschaften in irgendwann werde ich ja wohl kommen. Und laut OB, also das ist ein ausdrücklicher Wunsch, soll in diesen Kreisel das Bohnenmilchen hin. Aber ich bin sicher, das ist längst irgendwo zugedeckt und frost. Apropos Decke. Sollt ihr mal am alten Rathaus vorbei, also nicht das alte Niederenglum, jetzt, das ist ja auch schon wieder alt. Das ist verhüllt, das ist Kunst. Und was dort hinter passiert, weiß kein Mensch. Aber eins steht fest, die Großscheibe da vor dem Ratssaal, die sollte ja 400.000 Euro kosten. Da ist ein Goldrahmen drumherum. Und warum? Dass die Magisträtinnen und Räte da besser hinausgucken können, aber von unten hast du ja nur die Füße gesehen. Dass man solche Sachen lang diskutiert, dass man die nicht einfach in den Reißwolf steckt, ist unbegreiflich. Und genauso unbegreiflich ist es mit dem Sportpark. Also nichts gegen den Sportpark. Ich bin da total dafür. Aber müsse dann unbedingt da Wellenbad sein. Warum tut man das auch diskutieren? Das hört doch auch in die Unterschublade. Aber nicht in die Unterschublade gehört das mit den Notärzten. Die brauchen wir. Und dass die überhaupt dort diskutiert haben darüber, wer die bezahlt, da brauchen die doch keine Telefonkonferenz zu machen. Da sollte sich das Land, der Kreis und die Stadt mal treffen, weit auseinandersetzen und dann soll es sagen, jeder bezahlt ein Drittel. Und wenn man überlegt, dass das Krankenhaus ja täglich 20.000 Euro die Stadt gekostet hat, dann ist das doch ein Klacks da. Na, und wer schon einmal mit dem Auto im letzten Jahr nach England gefahren ist, das ist ja immer noch, der musste die Wege suchen, um zu den Wasserengeln nun zu kommen und neuerdings zu der Eule. Obwohl, das ist ja wichtig mit dem Gips, der musste ja weg da unten von der Firma da. Aber noch schlimmer hat sie getroffen, die da oben, das Bergvolk, die war genommen. Wenn die noch Haare suchen wollte, musste die über Finde oder über Ingelum fahren. Und dann der Haare suchen Pfarrer, der arme Kerl. Der musste immer da, wenn er Kerschelt, oben eine Wallfahrt machen. Ah, apropos Wallfahrt. Von der Niederinglumer Winzerkeller über die Ellenlange Grundstraße bis zum Oberinglumer Marktplatz sind alle ehemaligen Kähnischen, Rotbäukähnischen, die nein natürlich auch mit Gefolge, mit der Jahrgänge, mit Fahne, gewallfahrt. Und dann kommen sie auf irgendeinem Marktplatz an und sehen diesen riesigen Triumphbau. Und vorher, haha, da gilt das mit den 2- und 3 G-Regelungen. Also, gepiekst, geschüttelt, gekotzt, gebrochen.
Und wenn man dann durch ist, geht's hier weiter. Getrunken, genossen, gesungen, ist doch schön. Ja, und dann stehst du vor diesem Riesentrum von Wollbrunnen. Da hätte ich eine Idee. Na, das mache ich später. Du stehst da vor und brauchst eine Ladische, dass du dran kommst. Weil der muss ja im Blei stehen, dass richtig an die Eich ihn geschenkt wird, weil das geht ja so ein bisschen bergauf. Und jetzt mal Idee. Weh von der Stadt macht das niemand noch. Man soll so ein Brunnen auf irgendwo auf einen Kreisel stellen, vier Glasflaschen, 2-3 Meter hoch, ein Baldachin oben drüber und dann innen vier Figuren. Die können aus Holz, die können aus Gips oder was der Kuckuck so ist, wurscht egal. Und dann mit der Inschrift natürlich 75 Jahre Rotbeufest Ingelum. Und dies Jahr gibt es ein größeres Fest in Großwinenum. 50 Jahre Eingemeindung. Und was ist da alles passiert? Na, immerhin, sie haben einen Spielplatz gekriegt, ein Neubaugebiet, ein niegelnagelneues Stadtteilhaus und ein Fußgängerüberweg mit Ampel sogar. Oh, ihr Arme, na, ich will mal so sagen, Wagenum ist doch schon weiter. Die haben schon ihr Gemeindehaus mit Feuerwehr und allem. Aber Haresum? Oh. Ob das auch 50 Jahre dauert, bis die so alles da haben, wie das in Großwinenum passiert ist? Naja, kommt. Und bleibt daheim, denkt an die Gs und ich gehe jetzt auch. Macht's gut und tschüss.